Hallo und herzlich willkommen zum LS19, der Challenge auf dem Zweisternhof mit dem Mikado und dem Lohnunternehmen Tiger Farm. Servus. Hallo. So, wir können gleich wieder starten. Lohnunternehmen heute bei Mikado. Yes. Und wünsche viel Erfolg. Danke gleichfalls. So, Zeit auf 5 und los geht's. Bis später. Bis später. Bis später. Ups, abgewürgt. So, wir müssen hier ein bisschen Action machen. Wir haben heute richtig viel zu tun. Ja, wir müssen Stroh aufsammeln, wir müssen den Drescher am Laufen lassen, wir müssen abfahren und wir müssen danach gleich auch noch unser Feld 1 abernten. Also heute haben wir wirklich mächtig zu tun. Wir werden heute nur unterstützt von dem normalen Helfer. Was mache ich denn? Nicht vom Lohnunternehmen. Das macht ein bisschen unser System schwieriger. Beziehungsweise wir haben dann halt selber mehr zu tun. Aber ich denke, das kriegt man trotzdem gut hin. So, 4.500 gehen rein. Das Lohnunternehmen hat schon mal abgetankt. Das Gute daran ist, hier ist Gerste zu ernten. Das heißt, wir arbeiten jetzt schon am zweiten Ziel, nämlich am Gerstenziel mit 250.000 Gerste. Das ist alles, es läuft einfach. Das ist alles in der Reihe. Und so muss das auch. Wir haben letztes Mal noch ein paar Schafe gekauft, das heißt, wir haben jetzt schon 40 Schafe, die werden uns Geld generieren durch die Wolle. Und werden uns einen deutlichen Vorsprung dann irgendwann bringen, was eben das Geld angeht. Hoffe ich doch zumindest. So, dann fahren wir mal wieder schön zur Mühle. Ich denke, da ist der Preis immer noch am besten. Ich hoffe mal, ich darf hier überhaupt drüber fahren, ja? Nicht, dass da irgendwann so eine Beschwerde kommt. Wobei ich nicht glaube, dass die dann vom Lohnunternehmen kommt, sondern eher von Mikado oder so. Also er sagt, ey, Überfahrtsrecht. Besitzen Sie das überhaupt? Aber schauen wir mal. So, wir werden vielleicht schauen, dass wir die anderen Felder auch alle schon mit Gerste kaufen. Das wäre nämlich ideal. Ich würde gern unbedingt Feld 2 kaufen. Das braucht 317.000. Inzwischen wie viele Paletten? 2. Das ist einfach gut. Oh, wir müssen auch noch irgendwann Schulden zurückzahlen, gell? Wir haben ja, glaube ich, 500.000 Schulden. 250.000. Maximum, was geht. Also wir werden vor der nächsten Nacht müssen wir unbedingt einen Teil der Schulden zurückzahlen, so viel wie geht. Um 21 Uhr wird ja die Nacht übersprungen, da geht der Lohnunternehmer schlafen.
Und wir müssen unseren Flug kaufen oder irgendwas in der Art. Tiefenlocker, wie viel braucht der? 400. 130. Nein. Oh. Alter. Das war knapp. Oh, wir waren fast voll in den Traktor reingefahren. Das war wirklich in letzter Sekunde, habe ich gerade noch das Steuer rumgezogen. So, wir müssen nämlich Feld 7 auf jeden Fall pflügen. Dafür können wir einen Tiefenlocker benutzen. Oder einen Pflug. Wenn ich das richtig... Genau, hier muss gepflügt werden. Dann muss ich mir mal überlegen, was wir da dann holen. Vor allem, was halt leistungstechnisch möglich ist. Ich meine, unser Case ist wirklich gut. Ich wollte gerade mal gucken, wie sehr beschädigt der ist. Der Drescher. 63% Pöttinger Novacat Case. Okay. Rosselmesh hier. 80%. Ja, das ist gut. Dann kann der locker noch Feld 1 beackern. Und dann braucht man wahrscheinlich beim nächsten Mal, wenn der Lohnunternehmer da ist, dann brauchen wir den mal, um die Maschinen wieder zu warten. Ich glaube, wir kriegen sogar noch mal 2000 hier raus. Dann haben wir allein mit dem Stroh 6000 verdient. Viele Leute, wirklich viele Leute unterschätzen das mit dem Stroh. Die sagen, das Stroh, das will ich nicht aufsammeln oder weiß ich was. Aber wenn ihr mal guckt, das bringt euch schon ordentlich Geld. Nein. Oh. Damn it. Das wollte ich nicht. Verdammt. Zum einen den Helfer blockiert, zum anderen ein bisschen Ernte kaputt gefahren. Das wollte ich wirklich nicht. So, wir können auch mal gucken, was der Weizenpreis ist, weil wir haben auch noch ein bisschen Weizen. Der ist schlecht. So, der hier muss noch zwei Bahnen fahren. Soja ist bei 2,4, das ist schon mal gut. Muss ich gerade mal. Klopf, klopf, darf ich kurz stören? Ja. Hatten wir Schwierigkeit Wirtschaft auf normal oder auf leicht? Ich glaube, du hast am Anfang mal gesagt normal. Okay. Aber mir wäre das eigentlich egal, du könntest auch auf leicht stellen. Naja, okay. Wir hatten jetzt halt auf normal schon angefangen, dann sollte man es auch so lassen. Ja, ja. Ja, ja. Sonst, hätte der ein oder andere, einen Vorteil. Naja. Okay. Gut. Dann bis später. Bis später. Wir haben Halbzeit übrigens. Ach so. Gut. Okay. Bis dann. So, okay. Ja.
Das Problem wäre gewesen, wenn wir jetzt wirklich die Zeit die umgestellt hätten auf einfach, hätte ich einen Nachteil gehabt, weil ich habe ja meine ganze Silage schon verkauft. Und Mikado würde ja dann jetzt zukünftig mehr Geld kriegen. Als ich. Deshalb. Lassen wir das mal schön. Das umzustellen. Schießen wir uns ins eigene Bein. Natürlich den Anhänger schon mal in die richtige Richtung stellen. Wobei, den können wir auch dahin stellen. Ist ja egal. Und dann habe ich eigentlich hier schon ein Gewicht, ich glaube nicht. In die Garage reinschauen. Nein. Und dann kümmere ich mich mal kurz um die Frage noch. Tiefenlocker oder Pflug? Pflug. Haben wir hier den hier, der braucht 300 PS. Und der hat 5 Meter. Der hat 4 Meter. Ist halt die Frage, ob der. Ob unser. Unser Traktor hier den Lemken ziehen kann. Wenn ja, ist alles kein Problem. Wenn nein, dann haben wir ein Problem. Wir jetzt gleich aufs nächste Feld schicken. Kann da nicht einen Anhänger dran machen, ja. Mal gucken, ob der hier den hinten dran kriegt. Nee. Okay, dann halt nicht. Ich sehe nichts. Ey, der Drescher fährt so langsam. Es gibt uns eigentlich mal Zeit, ein bisschen mit der Spionage zu betreiben. Ach, das sehen wir gar nicht. Schade. Ich hatte gehofft, dass wir sehen, was Mikado an Fahrzeugen hat. Das wäre toll gewesen. So, ich würde theoretisch auch gerne nochmal das ganze Gras abmähen. Ja, warte mal, das kann man doch hier irgendwo anstellen, ja. Oh. Und die Bäume hier, die müssen auch mal noch weg.
Die verringern ein bisschen unsere Grasfläche. So. Dann starten hier wieder den Helfer. Hier fahren wir noch einmal Stroh ab. Dann haben wir genug getan, diese Folge. Ich dachte gerade, warum fährt denn der so schnell? Ich glaube, das wird die vierte Ladung Stroh, die wir hier abfahren dann. Ich muss sagen, hier hat sich der Motor ein bisschen wenig Mühe gegeben. Kombinationen sind manchmal etwas verwirrend. Ich frage mich, was das Lohnunternehmen hier macht, weil der Traktor steht die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht, was er heute macht, weil er fährt ja. Warte mal, ist da irgendwie beim Sägewerk? Verballern die jetzt im großen Stil Holz? Kann das sein? Könnte natürlich sein, dass Mikado hier herausgefunden hat, dass Holz auch ein guter Ertrag bringt. Was macht er denn hier? Überall Gras eingepflanzt, ist das wahr? Nee. Warte mal, können wir hier nicht? Kommen wir bei Feld 16 aus. Wir verfahren uns mal kurz ein Stück. Wir fahren mal aus Versehen hier. Die Forststraße entlang. Oh. Hallo? Ja. Das geht aber nicht hier. Sie versperren hier einfach so eine Forststraße. Da liegt so ein Baum, so eine Birke liegt da einfach rum. Beim Sägewerk, das ist ja... Ich hätte da fast einen Unfall gebaut. Oh. Also fahren Sie auch da lang? Ich weiß nicht, ich habe mich ein bisschen verfahren. Ich weiß gerade nicht, wo ich hinkomme. Ja. Hier ist sogar noch eine Baustelle, also was ist denn da los? Ich weiß gar nicht, wo ich hier bin. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie vielleicht doch eher Industriespionage hier machen. Jetzt bin ich aber irgendwie... Also danke mal hier. Komplett falsch gefahren, also. Entschuldigung. Was ein Zufall. Entschuldigung. Was ein Zufall. Ja, das hat der Zufall entschieden, oder wie? Ja, das war jetzt aber komisch. Ich habe mich gar nicht erinnert, dass hier eine Baustelle war. Oh. Okay. Also. Diese Industriespionage. Nee, das ist. Wie gesagt, das war aus Versehen.
Ich weiß zwar, dass ich berühmt bin, aber dass jeder immer zu mir hinfinden muss, das finde ich ja jetzt auch wieder nicht. Ja, das, wie gesagt, tut mir leid. aber ich würde sagen, wir fahren mal rechts ran. Und, ach stimmt, die Folgen sind ja schon wieder vorbei. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, dann gerne ein Like, Abo oder Kommentar. Oder und. ich muss gerade mal... Alles? Ja, genau. Hä, warum geht mein Licht? Achso. So, jetzt Licht aus. Du darfst auch mal anhalten. So, den machen wir auch aus. Gut, dann würde ich mich bei euch verabschieden. Und wir hören uns am Montag wieder zur nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, like, Abo oder Kommentar oder wie auch immer. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss.